Vision Afrika. Turn of the Fire heißt die Ausstellung der Künstlerin Ruth Baumgarte, die vom 24. März bis zum 7. Juli im Städtischen Museum Braunschweig präsentiert wird. Ruth Baumgarte bereiste in den 50er Jahren den für die westliche Welt noch kaum erschlossenen Kontinent Afrika. Ab den 80er Jahren besuchte die Künstlerin in einem Zeitraum von 20 Jahren mehr als 40 Mal vor allem süd- und ostafrikanische Staaten, darunter insbesondere Kenia, Namibia, Simbabwe, Südafrika und Tansania. Ja, also ich habe Afrika bereist. Das ist ein faszinierendes Land. Die Probleme haben mich fasziniert, erschüttert. Und es ist ganz klar, dass ein Künstler das in seiner Form dann ausdrückt. Die durch diese Reisen entstandenen Werke, rund 70 Ölbilder, Aquarelle und Zeichnungen, werden im Rahmen dieser Exposition gezeigt. Zur Eröffnung war die Schauspielerin Hannelore Hoger anwesend, die die 2013 verstorbene Ruth Baumgarte kennenlernen durfte. Ich hatte das Glück, noch vor einigen Jahren Ruth Baumgarte persönlich kennenzulernen. Und ich bin ein großer Fan ihrer Bilder geworden. Nicht nur wegen ihrer wunderbaren Farben, mir gefällt auch besonders ihre ganz persönliche Sicht, die, wie ich finde, die sie hat auf Afrika. Afrika ist ein Kontinent mit 50 Ländern und jeder hat da eine andere Vorstellung davon. Und ich hatte auch eine, als ich das erste Mal nach Afrika gefahren bin, das war Kenia, und ich war in Südafrika und ich war in Tunesien und ich war in Marokko. Und alle Länder sind ja unglaublich verschieden. Und Ruth Baumgarte fängt etwas ganz Persönliches für mich in ihren Bildern ein. Ein Afrika, das man so nicht kennt oder sich so nicht vorstellt. Und ich weiß nicht, wie sie angefangen hat zu malen, aber es ist ein ganz persönlicher Ausdruck von diesem Kontinent. Es ist ja nicht nur ein Land. Und sie hat etwas, was ich finde, eingefangen, das wie Musik ist. Durch die Farben und durch die Bewegung, die in ihren Bildern ist. Es ist wie auch manchmal, wie, als würden die Leute tanzen, sich bewegen, ja, anders bewegen. Und auch von Freiheit etwas. Obwohl es auch Ausdruck von, auch bei Frauen oft, der Bedrückung ist. Aber die Augen, viel Augen haben auch etwas von Trauer und von Schwermut. Aber die Bilder faszinieren mich immer wieder, weil sie so eigen sind. Ja? Ich habe solche Bilder über Afrika eigentlich noch nicht gesehen. Die Ausstellung ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Städtischen Museum Braunschweig am Steintorwall 14 zu besichtigen.